Hallo allerseits, es ist Zeit für ein neues Let's Show und wer den Titel gelesen hat, weiß, was auf einen zukommt. Nämlich ein weiterer Teil der Mystery Dungeon Serie, den ich euch heute mal zeige. Und zwar den aktuellsten Teil, der, ich glaube, Januar oder Februar diesen Jahres in Japan rauskam. Und zwar Mystery Dungeon Sheer and the Wanderer Teil 4. Die Game Boy Teile jetzt nicht mitgezählt, also für Game Boy Color. Die haben ja eine eigene Nummerierung. Und hier sind Sheeran, der Wanderer, und sein treuer Gefährte, das sprechende Wiesel Copper. Ja, wer möchte nicht gerne ein sprechendes Wiesel haben? Ja, immerhin, die beiden segeln neuen Abenteuern entgegen und das neueste Abenteuer steht direkt schon vor ihnen. Denn ein Sturm zieht auf. Das sieht nicht gut aus für unsere beiden Helden, die frisch vom Oktoberfest zurückgekommen sind. Boah, was ist das denn für ein Pisswetter? Ich schätze, alle Mann über Bord, wir gehen unter! Boah! Und da sind wir nun mitten irgendwo in der Weltgeschichte. Wir liegen irgendwo auf einer Insel am Strand. Hat schon ein bisschen Ähnlichkeit mit der Geschichte aus Pokémon Mystery Dungeon, Erkundungsteam Zeit, Dunkelheit und Himmel. Da liegt man ja am Anfang auch so bewusstlos am Strand. Und so beginnt das Spiel. Mystery Dungeon, Sheer and the Wanderer 4. Und ich bin mir sicher, dass ein Logo jeden Moment erscheint. Genau das ist es. Teil 4. Und ich hoffe wirklich, dass der Teil hier zumindest noch auf Englisch erscheint. Auf eine deutsche Veröffentlichung da. Naja. Reden wir nicht weiter drüber. Ich glaube, das können wir total vergessen. Englische Veröffentlichung wäre schon mehr als ausreichend für mich. Okay, drücken wir Start. Und wir können nur ein neues Spiel machen. Ist logisch. Den Namen lassen wir erstmal. Ich kann ihn sowieso nicht ändern. Willst du nicht zu was? Ich habe hier, glaube ich, keine normalen Buchstaben zur Auswahl. Von daher lassen wir Shirin als Namen. Hallo? Hallo? Oh, nee, lass mich. Ui, und ein hübsches Mädel findet uns. Ja, hier sieht man schon mehr die Ähnlichkeit zu Pokémon Mystery Dungeon. Weil jetzt auch mal hier die Charaktere durch Bilder dargestellt werden, anders als bei der Super Nintendo-Version, beziehungsweise dem ersten DS-Remake. Ich bin momentan ja total gefesselt von dem Remake des Super Nintendo-Teils für den Nintendo DS. Ich kann irgendwie nicht mal meine Finger davon lassen. Und ich habe ja angekündigt, ich werde demnächst wahrscheinlich den Super Nintendo-Teil als Let's Play machen. Und das wird ziemlich hart, denn eine Niederlage heißt zurück auf Level 1. Und alle Items sind weg, das ganze Geld ist weg. Man startet so gesehen von null. Klingt zwar böse, aber man kann sich so kleine Hilfsbausteine legen. Man kann zum Beispiel wichtige Gegenstände in einem Lager bunkern. Oder man findet neue Freunde, die sich einem anschließen und einem im Kampf unterstützen. Also es ist nicht so, dass man dann komplett aufgeschmissen ist. Also jedes Mal, wenn man stirbt, passiert irgendwas, was einem ein Stückchen weiterbringen kann. Und warum lässt uns dieses Mädel alleine? Wir wissen doch gar nicht, wo wir hin sollen. Ganz allein hier. Wiesel, du führst mich. Was zur Hölle? Schieren! Ich brauche eine Windel! Nein, ich habe aber keine, Mann! Komm jetzt nicht mit sowas! Mann, hätten wir keine Reise dritte Klasse gebucht, ey! Ah, passt schon! Wir finden uns schon wieder raus! Na gut, wenn du meinst. Und direkt landen wir in einem Übungsdungeon. Und ja, du musst mir das alles erklären. Und irgendwie haben wir hier in diesem Teil schon die Karte vom Dungeon direkt oben drauf. Keine Ahnung, ob das jetzt nur in diesem Tutorial-Dungeon ist oder ob das generell so ist. Und hier haben wir einen wesentlichen Standardgegner der Serie. Für ein 2D-Sprite wirklich schön animiert, mit vielen Bewegungen und Liebe zum Detail. Und auch generell gibt es in diesem Teil einige Innovationen, die es bei Pokémon Mystery Dungeon noch nicht gab. Es gibt zum Beispiel in den Dungeons Tag- und Nachtverhältnisse, also Tag- und Nachtwechsel. Ähnlich wie bei Zelda Ocarina of Time kann man sagen, dass es zu bestimmten Tageszeiten unterschiedliche Gegner gibt.
Und es gibt zum Beispiel neue Dungeon-Hindernisse. Zum Beispiel Plattformen, die sich bewegen, auf die kann man sich draufstellen, um einen Abgrund zu überwinden. Und solche Sachen halt. Ich habe da jetzt nicht alles gesehen, nur die paar Sachen, die in einem Trailer gezeigt wurden. Und hier müssen wir uns geschickt durchmanövrieren. Und was ist das denn für ein Wesen? Spür meine Faust! Und nochmal meine Faust! Ja, und das Spiel hat den geilsten Level-Up-Jingle, den ich je gehört habe. Einfach genial. Und da liegt ein Schwert. Und Koppers abschimmen. Los, riss das Schwert aus. Und irgendwie weiß ich gerade nicht, wo ich drücken soll. Hier ist mein Schwert. Ausrüsten. Huah. Wirklich cool, wie der Mantel da weht. Der Umhang, besser gesagt. Der wie der Umhang im Wind weht. Sieht schon stylisch aus. Ha, du hast keine Chance. Ich mach Butterbrot aus dir. Zack. Tja. Leider kann ich diesen Teil auch nur als Let's Show machen. Ich würde echt gerne diesen Teil als Let's Play machen, weil es sieht wie ein sehr schönes Spiel aus. Aber ein Mystery Dungeon Spiel auf Japanisch durchspielen, das kann man, wenn man kein Japanisch kann, eigentlich vergessen. Ich habe es bei Pokémon Mystery Dungeon Team Blau versucht und es hat nicht geklappt. Und da liegt eine Banane. Das war das, was ich wollte. Eine lecker Schmecker Banane. Was will man mehr? Ob irgendwo noch Donkey Kong ist? Ich hoffe nicht. Zack und weg. Da-da-dam, da-da-dam, dam, yeah! So, mal schauen. Wieder ein Standardgegner, der schläft. Komm her, Süßer. Zack und weg. Und das Bescheuerte ist, dass wir die Erfahrungspunkte, die wir in diesem Land schon gesammelt haben, nicht behalten dürfen. Oh mein Gott, Eingeborene mit dicken Lippen. I'm a fire in my laser. Nee, sowas, über sowas reden wir nicht. Hey, hör auf zu tuscheln! Wollt ihr uns zu Hackbraten verarbeiten? Na klar, Mann! Wir hatten schon lange nichts mehr zu essen. Und ich muss irgendwas sagen und ich weiß nicht was. Watashi Was redet er da? Wir sprechen da zwar Japanisch, aber ich verstehe kein Wort von dem, was er sagt. Nehmen wir ihn mal mit. Mein Gott! Shirin, was haben die mit uns vor? Nein! Oh mein Gott, was ist denn das für ein krasses Zeug? Das tut mir irgendwie nicht gut. Boah. Oh nein, jetzt landen wir bestimmt im Topf. Ich wusste es, die wollen uns essen. Die wollen uns essen, die wollen uns. Oh mein Gott, die wollen uns abfackeln. Oh mein Gott, die wollen uns abfackeln, sagt Koppa bestimmt. Oder sowas in der Art. Noch so eine Dicklippe. Wow, ihr habt's voll drauf, ihr Trommler. Oh mein Gott, kannst du niemand mehr retten? Ja, wenigstens mal einen Strohhut haben sie mir gelassen. Aufhören! Wer war das? Oh, das Mädel von vorhin. Unsere Retterin. Ich glaube, wir bekommen Besuch vom Oberboss. Was für eine Statue von einem Tiger? Bist du ein Tiger? Ja, ich bin der Tiger, wenn du es noch nicht gemerkt hast. Boah, krass. Ja, ich weiß. Was geht dir nur vor? Ich habe keine Ahnung. Was hat Sauron hier verloren? Ich weiß es nicht. Tja. Eine englische Version würde da wahre Wunder wirken. Nur leider ist diese eben noch nicht vorhanden. Hey, lass das Mädel in Ruhe. Das ist meine Schnecke da. Wollt ihr die jetzt stattdessen in den Topf werfen? Da verschwinden wir nämlich. Nee, Quatsch. Wir lassen so eine Süße doch nicht zurück. Ich höre nur Rabidi-Rabidi-Baba-Baba-Baba-Baba. Okay, Konflikt gelöst. Schauen wir uns mal ein bisschen hier um. Wir haben diese tolle Karte da oben, die uns zeigt, wo was ist. Und guck mal da, da ist eine Hütte, da ist ein Bierkrug, da gehen wir zuerst hin.
Oh, Moment, was bist du denn? Bist du ein Bananenkopf? Hast du eine Banane als Kopf, mein Kleiner? Du musst es echt schwer haben. Verfolg mich nicht. Ich möchte mit dir nichts zu tun sein. Ich will nicht dein Freund sein. Aber bitte, er hat keine, mit dem er spielen kann. Das ist mir egal. Ich möchte mit ihm spielen. Ich wollte eigentlich hier rein. Oh, nee, da liegen noch mehr Bananen. Oh mein Gott, dieses Gesicht. Ja, gibt's denn hier jetzt was? Okay, du hast jetzt irgendwas von Kräutern. Hast du mir ein Kraut gegeben? Ich würde ja gucken, aber irgendwie... Ma, ich glaube, ich habe ein Kraut bekommen. Auch wenn ich nicht weiß, was es bewirkt. Das müssen wir wohl selber herausfinden. Ja, ist gut. Ich passe schon auf mich auf, Oma. Alles klar. Lass locker. Ich möchte nur in den Dungeon ein bisschen gehen. Bisschen Krafttraining. Okay, zumindest habe ich mein Schwert noch. Und so wie es aussieht, haben wir hier immer eine Karte. Praktisch, aber irgendwie... nimmst doch so ein bisschen die Herausforderung wieder weg. Und das war dumm. Joa? Und hier liegen ganz viele Items und Geld. Geld ist sehr wichtig in diesem Spiel, wie eigentlich in jedem RPG. Aber auch hier sollte man vorsichtig sein, denn ich habe schon ab und zu mal Geld mitgenommen und dann war es in Wirklichkeit ein getarnter Gegner, der mich dann plötzlich angegriffen hat. So, mal schauen, wo ist denn der Ausgang? Wenn man vergleicht, die Dungeons, die sind auch ein bisschen grafisch schöner gestaltet als jetzt bei Pokémon Mystery Dungeon. Was auch kein Wunder ist, dieser Teil ist ja schließlich neuer. Und ich hoffe, dass, wenn es irgendwann noch ein drittes Pokémon Mystery Dungeon gibt, ich hoffe ja auf ein Pokémon Mystery Dungeon Black and White, dann wäre es cool, wenn man sich hier so ein paar neue Sachen abschauen würde. Okay, da geht's schon lang, aber ich schaue mich noch ein bisschen um. Man will ja auch ein bisschen erforschen und was finden. Ja, jetzt wird's aber ein bisschen nervig. Lass mich in Ruhe, Mann. Und wir haben, wie in jedem Mystery Dungeon Teil, dieses abgehackte Laufen. Das funktioniert irgendwie überhaupt nicht. Wenn man die B-Taste gedrückt hält, das ist eigentlich nicht Rennen. Das ist eher so, als würde man ein bisschen Frameskip machen. So, jetzt aber zum Ausgang. Beziehungsweise zur Treppe. Denn ich glaube nicht, dass dieses Dungeon nur eine Etage hat. Oha, und direkt ein Item zum Einpacken. Wie nett. Und der kleine Mann ist grün. Heißt, er ist viel stärker irgendwie. Wow, nix wie weg hier. Joa, und schon sind wir Level 4. Man steigt ja ziemlich schnell auf, aber man muss auch vorsichtig sein, weil sonst sind die ganzen Erfahrungspunkte, die man gesammelt hat, wieder ratzfatz weg. Und ich habe ein neues Schwert gefunden. Mal ausrüsten. Es ist irgendwie kleiner als das vorherige, oder kommt das nur mir so vor? Und ein Schild haben wir auch. Ausrüsten. Wow, das sieht ja echt interessant aus. Vor allem sieht es schwer aus. Es gibt ja auch hier ein paar Schilde, die machen einen schneller hungrig. Denn genauso wie in allen anderen Mystery Dungeon Teilen muss man hier essen, um bei Kräften zu bleiben. Sonst verhungert man irgendwann. Schack! Und da wir gerade von Essen reden, sollten wir mal ein paar dieser Kräuter probieren. Was bewirken sie? Das halt HP. Was macht die Banane? Lecker. Banana. Okay, ist halt... Kann ich jetzt Bananenschalen werfen? Okay, das müssen wir noch testen. Ich brauche irgendeinen Gegner. Irgendeinen Gegner. Schnell. Ich habe keine Zeit mehr. Nee, du bist jetzt zu nah mit dran. Wisst ihr was? Ich mache hier ein zweiteiliges Let's Show draus. Also, wir sehen uns im nächsten Teil genau hier wieder. Also, schaltet wieder ein.